Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch einen ramontischen geilen Abend wünschen. Was könnte man besseres haben als einen ramontischen Abend plus Patch Notes und zwar 8.10. Ja, Patch Notes, da freue ich mich immer sehr, sehr drüber und deswegen legen wir auch direkt los, meine Freunde. Und zwar geht es los mit dem guten Cyan. Cyan ist ja schon mehr oder weniger ein bisschen länger ein Problem, kennt ja. Das heißt, er war ja auf der Toplane komplett broken, verschiedene Item-Builds. Was ihn aber vor allem sehr, sehr fies macht in der Lane, ist sein ständiger Poke mit der E, das Brüllen. Er brüllt die Minions an und dieses Brüllen gibt einfach zu viele Möglichkeiten. Man kann den Gegner damit über eine lange Reichweite über der Lane poken. Man kann damit sehr, sehr gut Wave-Clearen und den Gegner kontrollieren. Ja, zum Beispiel sagen, hey, du kommst jetzt nicht, sonst kriegst du mein E ins Gesicht. Ne? Und das sind einfach zu viele Sachen und Riot möchte den da nicht haben. Ne? Es ist natürlich auch fies, wenn ein Spell wirklich alles kann. Und deswegen soll er hier genervt werden, aber halte ich für fragwürdig. Was wird gemacht? Ja, hier haben wir ein bisschen Base Health Regen, ist relativ uninteressant. Sein Roar of the Slayer, also die E, hat, Achtung, meine Freunde, Achtung, 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 5 weniger Base Damage. Ja, 5. Dafür hat es aber bessere AP-Scalings. Ja, das heißt, hallo AP-Sion, das wird gebufft. Ne? Und jetzt, das hier ist ein wichtiger Punkt. Er hat vorher mit dem E, mit seinem Schreien quasi, an den Zielen, die nach seinem ersten Treffer waren, also er schießt das ja durch Minions durch, überall 100%, 130% Damage gemacht. Ja, 100% ist ja normaler Damage, das heißt, er hat 30% Bonus-Damage an allen Zielen danach gemacht und konnte damit wirklich sehr, sehr gut Wave-Clearen, ja. Das wurde jetzt reduziert auf 100%, das heißt, der Wave-Clear ist nicht mehr ganz so stark. Was jetzt aber dazu kommt, ist, dass die Armor-Penetration durch diesen Spell auf alle Ziele trifft, ja. Das ist super, super krass. Das heißt, er könnte, vorher war es nur auf das Hauptziel und jetzt kann er wirklich einen Minion durch alle Gegner durchschießen und alle haben die Armor Penetration und da kann er mit seiner Q super hart reinhämmern. Ja, das ist vielleicht ein Grund, jetzt auch dann eher die Q zu skillen, ja, eh dadurch und dann Q hämmern. Ist auf jeden Fall eine krasse Mechanik. Ebenfalls auch die Armor Penetration jetzt auf 4 Sekunden statt 2,5 Sekunden. Ja, das ist ziemlich, ziemlich krass, muss man sagen. Hier haben wir noch irgendwas bei Asia, die weiß ich gar nicht. Konnte er nicht durch die Asia-Wall durch oder was? Eigentlich kann, das weiß ich gar nicht. Kann man durch die aktuelle Asia-Wall als Verbündeter durch? Weil es ist ja eine Wand, aber eigentlich sollte man da durch können als Verbündeter, oder? Ist auch egal. Dr. Mundo haben wir ebenfalls mitbekommen, ist ein Champion, der super krass broken war. Das habe ich schon gesagt im letzten Patch Notes quasi, dass er broken sein wird. Ja, er kriegt mehr Cooldown auf seine Spells, vor allem im Late Game 2 Sekunden mehr. Das ist wirklich wichtig. Ja, der hat mit dem einen oder anderen CD-Item da wirklich nur noch 30, 40 Sekunden drauf. Das ist komplett RIP. Außerdem kostet es jetzt 25% Cure and Health. Ist natürlich gerade für die erste Ultimate fies, weil die auch nicht besonders viel HP wiederherstellt. Also nicht mehr so viel. Zumindest nicht so viel wie die letzten. Aber ne, ich glaube, Munde wird immer noch sehr, sehr stark sein, weil 100% auf der Ultimate im Late Game ist schon ziemlich, ziemlich fies. Ja. Poppy wurde im letzten Patch ein bisschen angegangen, sollte neutral rauskommen, das heißt weder Buff, weder Nerf. Wurde allerdings ein bisschen genervt, deswegen sagt man hier, okay, wir geben ihr 5 Movement Speed wieder, ist nicht interessant. Was interessant ist, ist Zek. Ne? Zek wird jetzt das gleiche mitgemacht wie Shyvana im letzten Patch. Ja, Shyvana hat man ja auch gesagt, man möchte ihr verschiedene Wege geben, beziehungsweise kennen wir auch so, dass sie verschiedene Interaktionen hat. Das heißt, ne, wenn du einen Bruiser Shyvana hast, der geht rein und böllert und eine AP Shyvana ist mehr so auf das Feuer angewiesen. Und dasselbe wollen sie mit Zek machen. Das heißt, ein normaler Tank Zek ist der, der die ganze Zeit den Gegnern hinterherläuft, an dem dran klebt und seine W spammt. Und ein AP Zek oder ein Damage Zek kann ja nicht dem Gegner hinterherrennen und seine W spammen, weil der sofort explodiert und squishy ist. Und dieser kriegt dann also mehr Damage auf seine Burst Spells. Ja, das heißt, also, oder die er sofort benutzen kann. Das heißt, seine E und R. Ne? E und R haben jetzt 0,9. Das sehe ich jetzt erst, Alter. 0,9er AP Scaling. Was? Das ist ja komplett broken. Also, 0,9er AP Scaling. Also eine Verwertung von 90%. Das ist unglaublich heftig. Holy shit. Ja, die besten, also was heißt die besten, aber gute Scalings sind so 80%. Wenn ein Champion 80% Scaling hat, dann denke ich, dass der richtig gute Scalings hat. Er kriegt einfach zweimal 0,9. Natürlich muss man fairerweise sagen, wurde es hier entfernt von der WM, ne, das scaled gar nicht mehr mit AP, aber ich glaube, das ist schon echt absolut worth. Ja, Bart ist aktuell kein guter Supporter, ne, da weiß ich nicht, scheint nicht so besonders krass. Die einzigen Barts, die man supportet, die supporten eher das gegnerische Team, mehr oder weniger. Ne, kennt ja jeder diese Ults. Ja, auf jeden Fall kostet das jetzt 70, beziehungsweise, ja, es kostet 70 Mana, 20 Mana weniger. Das W ist ziemlich geil. Gerade für eine harte Laning Phase kann er jetzt deutlich besser, ja, seinen Mate am Leben halten. Kindred kriegt jetzt quasi Assists, wenn,
also wenn sie ein Ziel markiert hat, das heißt ein Jungle-Monster, und das innerhalb von 6 Sekunden stirbt von jemand anderen, aber, beziehungsweise wenn es von jemand anderen gekillt wird, aber Kindred innerhalb von 6 Sekunden noch Schaden drauf gemacht hat, kriegt sie einen Stack. Na, ist ganz cool, ist ganz nett. Weil kennt man ja, ne, du willst als Kindred den Taunty machen und dann kommt da dein Bart vorbei und outhütet den weg, ne? Nimmt sich das Gold und du hast deinen Stack nicht bekommen. Ja, dann gehen wir weiter zu den Jungle-Änderungen, ne? Die kommen ja in diesem Patch tatsächlich. Runic Echo. Ich finde es sehr, sehr schön, dass ich recht hatte mit dem. Ja, also ich würde unglaublich gerne mal Patch Notes machen für Riot. Da würde ich mich komplett sehen. Da hätte ich unglaublich Bock drauf. Aber ich hatte tatsächlich recht mit dem, was sie quasi predicted haben. Oder ich predicted. Also, na, sie haben das Movement Speed runtergenommen. Ist relativ useless. Sie wollen ja Mages mehr Impact geben, beziehungsweise denen einfach ein besseres Jungle-Item geben. Ja, und dieses Movement Speed können so viele Jungler nicht verwenden. Das heißt, sie haben jetzt Mana draufgepackt und Cooldown Reduction. So kannst du gerade als Fiddlesticks. Ja, Movement Speed ist für Fiddlesticks jetzt auch nicht schlecht, aber. Ne, CDR ist schon ziemlich gut. Warding Totem wird gechanged, ein bisschen. Das heißt, vorher hat es 60 bis 120 Sekunden gehalten, ja, Level 1 bis 18, hält jetzt 90 bis 180 Sekunden. Bedeutet, dass du im Early Game ein Ward hast, was, es geht ja auch so ein bisschen darum, dass der Jungle nicht mehr ganz so Early Pressure-mäßig ist, ja, dass du nicht mehr so viel Impact als Jungler hast. Und da geht das Ganze ein bisschen rein. Das heißt, das Ward hält im Early Game 30 Sekunden länger. Du hast 30 Sekunden mehr Vision im Early Game, was ziemlich, ziemlich gut ist. Und im Late Game hält es auch 60 Sekunden mehr. Allerdings hat das Ganze natürlich eine Kehrseite. Und zwar ist der Charge Time auch deutlich höher. Ja, das heißt, du hast zwar 30 Sekunden mehr Dauer des Wardes, allerdings kostet es auch, beziehungsweise dauert es 60 Sekunden länger, bis es ready ist im Early Game. Ne? Ist natürlich ein bisschen RIP. Im Late Game sind es noch 30 Sekunden. Muss man mal gucken, wie das Ganze ist. Also, wie es hier beschrieben wird, ein gutes Ward ist sehr belohnend. Ein schlechtes Ward kostet dich wirklich sehr, sehr viel, weil du unglaublich lange drauf warten musst. Und Ward Sweeping wird auch wieder interessanter, weil, also, wenn du diese Wards wegmachst, wenn du dieses freaking Ward wegmachst und der Gegner einfach 240 Sekunden drauf warten muss, dann ist es einfach GG, ne? Ja, ansonsten Support-Item, Jungle Exclusivity ist jetzt so, dass du als, sobald du einmal die Hunters Machete hast oder Hunters Talisman oder die Upgrades davon, kannst du dir keine Coins, Spell Thief Edge, wurde ja immer wieder abused, ne? Das heißt, gerade, dass dieses Spell Thief Edge in Jungle benutzt wurde, aber, ja, ne? Dann kommen wir zu den Runen. Runen finde ich auch immer sehr, sehr interessant. Cheap Shot, da ist die Rune im roten Baum, Domination, dass wenn ein Gegner CC'd ist, ihr dem 2 Damage macht, finde die Rune komplett useless, nehme sie nur mit auf Champions, wo ich keinen Sinn für die anderen beiden Runen nehme, sehe, das heißt, diese eine Rune mit dem Dashen ist natürlich zum Beispiel Swain, ne? Swain macht Cheap Shot Sinn, aber auch nur, weil die anderen beiden Runen jetzt nicht so geil sind, ne? Das heißt, 60 Damage ist wirklich cool, weil im Late Game Stufe 18 macht 13 Damage. Was ist denn das für eine Mechanik? Saubad. Ingenious Hunter wird gebufft, das ist das mit dem Item Cooldown. Hat jetzt quasi direkt 15%, also unterm Strich hat es denselben Wert, aber ihr habt halt direkt 5% mehr. Ist cool. Sorcery Face Rush hat jetzt mehr Power im Early Game, 10%, das ist saugeil, muss man definitiv sagen. 15% ist für eine Rune aber auch echt wenig im Early Game. Ja, Resolve Demolish macht jetzt 50 mehr Schaden, dadurch werden Tanks generell ein bisschen, die diese Rune mitnehmen, gebufft, ist auf jeden Fall cool. Chrysalis wird etwas genervt, die Rune, die liebe ich, die spiele ich so unglaublich oft, die ist echt stark, muss man sagen. Und Boneplating wird ebenfalls genervt, Boneplating, muss ich sagen, finde ich saubad momentan. Gegen so Assassins, die dich all in gehen, ist das schon okay, aber, ne, wenn ich jemanden hab, der damit spielt, dann proxst du das, das ist eine Minute auf Cooldown und dann tötest du ihn danach. Ne? Aber kann jeder mitnehmen, wo er Bock drauf hat. Ich glaube, im One-on-Ones ist es immer noch ziemlich gut. So, Inspiration, meine Freunde, es ist soweit. League of Stopwatch, ja, nein. Und zwar Perfect Timing auf 8 Minuten. Finde ich gut, diese Rune ist absolut useless aktuell. Wenn, also bevor du diese Rune mitnimmst, keine Ahnung, nimm lieber Schuhe mit. Das macht wirklich in keinerlei Hinsicht Sinn. Wenn du wirklich die Stopwatch haben willst, kannst du dir lieber Ingame kaufen. Ne? Dann kannst du die auch vor Minute 10 noch haben. Ja, auf jeden Fall hat jetzt noch 8 Minuten. Vorher waren es durch mal 6. Muss mal gucken. Ich denke, 8 Minuten sind fair. Ich hoffe nicht, dass wir League of Stopwatch zurückbekommen. Wir werden sie öfter sehen. Und für mich als Assassinen-Spieler ist das natürlich nicht schön, aber 10 Minuten ist echt RIP. Hextech Flash Traption wird der In-Combat-Lockout reduziert. Das heißt, wenn du In-Combat warst, dann konntest du nicht Hexflash benutzen. Ja, für 10 Sekunden ist jetzt auf 2 Sekunden reduziert. Ich bin ja einer der wenigen Spieler, der überhaupt mit Hexflash spielt. Ich finde Hexflash also saugeil und dass man so lange drauf warten muss, das nervt wirklich sehr, muss ich sagen. Ja, dann kommen wir zu den Jungle Changes. Grundsätzlich, wen das interessiert, ich habe da schon mal ein Video zu gemacht. Verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Ich werde es euch aber ganz grob zusammenfassen.
Ihr werdet weniger XP im Early Game bekommen. Ihr seht, vorher zum Beispiel ihr Blue Sentinel, also der blaue Buff, 180, jetzt noch 115. Unterm Strich kriegt ihr nach 3 Camps kein Level 3 mehr, sondern ihr braucht 4 Camps. Außer ihr macht den Scuttler mit dazu oder ich glaube ein Crux Camp, ja, die Golems. Was außerdem geändert wird, ist, dass der Gromp jetzt nicht mehr reduzierte XP gibt. Das ist sehr, sehr cool. Ja, der gab es sonst immer, wussten wahrscheinlich viele gar nicht, im ersten Clear weniger. Dasselbe gilt für Medium, Small Crux, Large Razorback und, Large Razorback, bla bla bla. Das heißt, die geben ebenfalls keine reduzierte XP mehr. Allerdings, der Large Crux, der gibt immer noch. Was ist ein Large Razorback, frage ich mich gerade. Ist das der Red Buff? Gab der echt weniger? Muss der Red Buff sein, oder? Ja, auf jeden Fall, der große Golem gibt immer noch weniger, allerdings jetzt nur noch 20% weniger. Ist natürlich jetzt deutlich interessanter, diesen dann auch zu klauen. Ja, natürlich den auch zu machen, den aber auch zu klauen. Vorher hast du den geklaut, damit den Gegner nicht hat, hast viel Gold bekommen, XP nicht so viel. Jetzt bekommst du 20% mehr beim Counter-Jungeln. Interessant. Finde ich cool. Finde ich cool. Rift Scuttler, meine Freunde. Ja, haben ja viele gesagt, oh, das wird Fiesta, Fiesta, Fiesta. Ihr müsst mal eure Titties chillen. Ja, das heißt, ihr müsst warten, bis die Sachen auf dem PBE durch sind. Ja, die kommen gerade auf dem PBE und alle sagen, oh mein Gott, das wird schon scheiße. Ne? Das heißt, der spawnt erst bei Minute 2 und nicht direkt bei Minute 1.30, sodass die Leute wahrscheinlich erstmal 2-3 Camps machen, 2 Camps wahrscheinlich und dann zum Buff gehen. Der wird am Anfang auf beiden Seiten spawnen, das heißt oben und unten, und erst wenn beide kaputt gemacht sind, wird der nur noch random auf einer Seite spawnen. Ja, das heißt, beide können einen haben oder beide kämpfen um einen. Der Scuttler ist jetzt ein Red Boss, das heißt, er gibt sau viel Gold, er gibt sau viel XP, hat sau viel HP, hat jetzt auch eine Animation, dass wenn seine Armor durchbrechen wird, ja, das heißt, wenn man ihn CC, dann sieht man, okay, ne, der hat jetzt, kriegt jetzt mehr Damage. Ansonsten spawnt er auch deutlich öfter, muss man sagen, jetzt 135 nur noch, und der frisst nicht mehr so viel die Frucht, die Honigfrucht, finde ich, GG, ne. Ansonsten Items, grundsätzlich kann man sagen, Hunters Teil ist mal GG, ne, macht jetzt 60 Damage Overtime und heilt um 30 Overtime pro Gegner. Allerdings macht es jetzt hier nicht mehr den den Bonus Health. Okay, das ist fies. Das fällt mir jetzt erst auf, beziehungsweise. Das heißt, Damage Overtime ist no longer M2 75 EFF Bonus Health. Ja, das ist natürlich scheiße. Da hat man vorher, wenn man 75 Bonus AP gehabt hat, hat man Bonus Damage gemacht, ne? Ja, ansonsten hat das Machete, hat nicht mehr das zusätzliche Attack Speed, macht aber für mehr Damage on Hit, ne? Ist ganz nett. Weiter geht es mit Bounties, das ist sehr, sehr interessant. Bounties, Belohnungen, Kopfgeld etc. Und zwar war es vorher so, das wurde mal geändert, ne, ganz am Anfang war es nicht so, wenn jemand gekillt wird, der zum Beispiel Legendary ist, also ein Raid-Boss, dann wird das ganze Team dafür belohnt. Das heißt, der Killer killt den und dein AD-Carry, dein Supporter, dein Topliner, alle kriegen Geld, ja, wie man hier sehen kann. Das heißt zum Beispiel, wenn jemand 6 Plus-Kills hat, habt das 450 Gold aufs ganze Team verteilt. Das wird komplett entfernt, das kriegt immer nur noch eine Person das Gold. Das heißt, sogar bei einem Kill wurden 100 Gold aufs Team verteilt. Was ist denn das für eine Mechanik? Ne? Das heißt, ein Kill, kein Geld, kein Bonus für niemanden. 2 Kills, kein Bonus für niemanden. 3 Kills, 200 Gold Bonus für den Killer. Ne? Das geht immer so weiter. Das heißt, hier sogar bei 6 Kills plus 300 Gold plus 25 für jeden per Kill beyond 5. Ja? Das ist ziemlich cool, weil rein theoretisch, wenn der irgendwie 30, also ein bisschen übertrieben, mal sagen wir, der hat so wirklich 17 Kills und davon unendlich viele hintereinander gemacht, dann kannst du einfach irgendwie 500 Gold dafür kriegen. Ja, und das Wichtige hierbei ist jetzt, das hat sehr viele verschiedene Aspekte. Grundsätzlich muss man sagen, ein Team hat nicht mehr so gute Comeback-Möglichkeiten. Warum? Weil vorher war es so, dass ein krasser, vor allem AD-Carries, ne, AD-Carries, die sind immer behind, ganz, ganz oft, und die kommen nicht mehr so gut ins Game, weil vorher hast du als Midlaner dann den gegnerischen Talon oder was weiß ich, der überkrass war, gekillt, und es wurde Gold auf dein Team verteilt, auch auf deinen AD-Carry. Und jetzt nicht mehr. Das heißt, dieser kriegt kein Gold mehr. Allerdings wird jetzt die Person, die krass snowballt, noch härter belohnt und snowballt noch krasser. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel einen Kills mit, also der 3 Kills gemacht hat, dann kriegst du halt, dann wird nicht 300 Gold aufs Team verteilt. Das heißt, du würdest, keine Ahnung, da irgendwas 60 Gold oder so kriegen. Du kriegst jetzt 200 Gold, ne? Oder 300 oder 300 plus 25. Du kriegst arsch viel Gold, aber auch nur du. Das heißt, einzelne Personen können geiler snowballen, ja? Riot will ja wieder das Solo-Carrying mit nach vorne bringen, ein bisschen mehr Gas geben. Das ist genau das. Du kannst besser snowballen und das gegnerische Team kommt nicht mehr so gut ins Game rein. Also wenn sie behind sind. Das heißt, wenn ein ADK behind ist, ist natürlich traurig, weil ADK sind immer behind. Aber so läuft das nun mal, ne? Mich freut das auf jeden Fall. Wobei man natürlich hier sagen muss, dass du damit noch schneller Fullbit bist, was ziemlich cool ist. Aber irgendwann kannst du dann damit auch nichts mehr anfangen, ne? Hier muss man dann wirklich gucken, dass man einfach dem AD-Carry dann im Late-Game diesen 6-Plus-Kill gibt und der ist dann instant reich, ne? Das kann natürlich dann ein Vorteil sein, wenn man sich ein bisschen koordiniert. Ansonsten,
Ja, gibt es drei neue Skins, beziehungsweise Pulsefire Shen, Riven und Twisted Fate. Und ich kann schon mal spoilern, auf Twitter gibt es, den habe ich geteilt, für wen das interessiert. Dark Water Vladimir und Dark Water Diana sehen beide sehr, sehr cool aus. Gefällt mir. Ihr könnt mir gerne eure Meinung zum Patch reinhauen. Ich finde gerade die letzte Bounty-Hunty-Änderung sehr, sehr cool. Ich wünsche euch was. Auf Wiedersehen und tschüss.